Guten Abend oder Morgen oder Mittag. Willkommen zu Game Inc. spielt Until Dawn im Blind. Die Stunde Nummer 4 hat für mich und euch hoffentlich angebrochen in diesem Spiel, welches wirklich phänomenal aussieht, was uns mit Jumpscares unterhält. Und ich euch hoffentlich doch auch. Deswegen sage ich, ich starte die Aufnahme und sage fortsetzen und wir starten genau an dem gleichen Punkt, wo wir aufhörten. Spiel ab. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch! Oh, wie tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ja, so liebe Leute, Nummer 5, Vorricht, 6 Stunden bis zum Morgengrauen. Gar nicht gut. Nein, gar Er nicht hat ein gut. bisschen was von Drake aus Uncharted. Da ist ein Wolf. Aber da wir vor Wölfen keine Angst haben, wie wir im zweiten Teil in dem Test bewiesen haben, sondern nur vor Schlangen, die mittlerweile beim Psychiater auf dem Test stehen, auf dem Test? Nein, von dem Test auf dem Schreibtisch stehen. Aber da lasse ich mich gar nicht entmutigen, denn da muss schon mehr kommen in dem Spiel. Es gab Schockmomente, wo ich mich auch tatsächlich erschreckt habe. Aber so richtig die Gruselstimmung fehlt mir leider noch ein bisschen. Es könnte natürlich daran liegen, dass es hier verdammt hell ist, wobei ich sagen muss, ich mache das endlich mal alleine. PT haben wir damals, habe ich damals mit dem Julian zusammengespielt und da haben wir uns echt in die Hose gemacht. Das schafft dieses Spiel bei weitem nicht. Was natürlich schade ist, denn wir werden ja wohl Silent Hills nicht so schnell bekommen. Ich sehe schon, in diesem Teil müssen wir unsere Tierliebe unter Beweis stellen. Und wenn ich er wäre, würde ich versuchen, mich im Schatten zu verstecken und das Licht auszumachen. Ich bin so jemand, wenn ich die Wahl hätte in diesem Spiel, ich würde das Licht ausmachen, damit ich nicht so sehr auffalle. Weil das finde ich viel wichtiger, wie alles zu sehen. Wobei das Licht hier auch sehr zur Stimmung beiträgt, natürlich. Hübsch. Zugig bestimmt, aber hübsch. Hat ein bisschen was von Batman. Okay, er läuft von alleine. Mit dem Kopf kann ich mit dem Kopf nicht runter. Ach so, übrigens, ich habe auf Bewegungssteuerung gestellt. Das heißt, wir werden sehen, was passiert. Locked. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich meine, warum sollten wir es weiter versuchen? Ich suche lieber nach irgendwie was anderem. Man wird durch L1 nicht wirklich schneller. Oh, das ist ehrlich. Witzig.
Er ist deutlich tapferer geworden, er ist bei weitem nicht mehr so ehrlich. Okay, da hätte ich echt öfters drauf gucken sollen. Okay, die Zwillinge. Der Unbekannte. Habe ich da welche übersehen schon? Wieso ist er nicht so ehrlich? Wobei ich sagen muss, das Ehrlichkeitssystem finde ich auch ein bisschen blöd. Man will ja nicht lügen, weil man lügt an sich. Ah, ich kann jetzt. Und jetzt? Okay, das ist nett. Ich habe jetzt sozusagen R3, also einen rechten Analogstick, ersetze ich jetzt sozusagen mit der Bewegungssteuerung. Welches ich nicht schlecht finde. Was haben wir denn da? Lass mich raten, das ist das Sanatorium. Yes, gut. Das macht auf jeden Fall eine Menge her. Die Steuerung. Ich bin natürlich immer auf der Suche nach Hinweisen. Ein Fotoapparat. Eine kaputte Kamera. Kann ich das Ding auch so nach vorne halten? Nee. Lass uns mal hier reingehen. Das hatte schon sehr was von Silent Hill, findet ihr nicht? So ein großes Gebäude mit den Gängen. Die Lampe steuert sich ganz geil. Also das funktioniert ganz gut, diese Bewegungssteuerung. Kann ich jetzt gerade, upsa, empfehlen. Wirkt deutlich organischer so zu spielen. Wie. Oh, da war eine Maus. Okay, haben wir auch diese Akte? Sind ja nur so Sammelobjekte. Also mich interessiert zur Sache leider nicht, was natürlich viel zur Stimmung beitragen würde. Ich bin natürlich gespannt, wie das in den Actionsequenzen sein wird. Wie sich das da auswirken kann. Vogel. Oh Scheiße. Da sieht doch gut aus. Nimm mit. Okay, das. Sehr gut. Okay, wo packt er? Der packte sich einfach da in die Hose. Wer auch immer das hält. Untersuchen natürlich alles. Moment. Liegt da was auf dem Tisch? Nein, aber hier geht es weiter. Ich ahne schon. Okay. Fixierstuhl, eine Art Toilette. Jetzt Moment, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was in einem Sanatorium gemacht wird. Eine Art Krankenhaus ist es nicht. Ich meine, da ist ein Friedhof davor. Ist ein Sanatorium für Verrückte? Da blinzelt doch irgendwas.
das ist... Was? How many days will they... Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten? Ja gut, die Frage ist, womit? Okay, also das sieht mir sehr nach einer Psychiatrie aus. Einem sogenannten... Was ist da oben? Also ich muss ja sagen, es ist sehr hell. Bisschen Schiss vor den Hunden. Oder den Wölfen. Okay, da ist einfach mal Licht. Haben wir? Nein, schade. Ich dachte, vielleicht hier so der typische Silent Hill Rollstuhl, der auf der Seite liegt. Und ein Rad dreht sich immer. Eine Winkmaschine, meine Damen und Herren. Das hat die Menschheit gebraucht. Wir wissen, wir müssen auf unseren Hals aufpassen. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Okay. Bärenfalle öffnen. Wer hätte das ahnen können, meine Damen und Herren? Ich bin da behaglich. Die kann ja nicht zweimal brechen. Ach komm schon. Okay, Finger amputieren. Yeah, man. Fuck! Verfluchte Finger! Meine Finger! Die ähnliche Szene gab's auch in Heavy Rain. Immerhin sowas. Ich freue mich sehr auf das zweite Durchspielen. Wo ist jetzt dieser Hund? Hey, nur das wird ja hier immer besser. Schädel entdeckt, wunderbar. Nein. Neugierde ist nicht das Wichtigste. Nein. Da ist Blut. Da kann ich mir vorstellen, dass irgendwas von oben runterkommt. Wir erforschen lieber. Okay, da war der Schädel. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Okay. Lass mich raten. Dieses Viech hat eine Schlüsselkarte. Gucken wir erst, was hinter Türchen Nummer 3 ist. Das sieht doch gut aus.
Sarah Smith, bla bla bla, okay. Vielen Dank für diese Information, die hat mir leider gar nichts gebracht. Okay, ziehen wir das raus. Ich kenne sie doch. Scheiße, ist das krank. Ja, die hat die besten Tage hinter sich. Schlüsselkarte. Und wenn der jetzt wieder irgendwas zuschnappt, dann gibt's Ärger. Okay. Danke. Mann, oh Mann. Na, Tür. Nice. Die Bewegungssachen sind cool. Zack, schön mitnehmen. Gibt's nicht schlimm. Oh, fuck it. So, Leute. Ich traue den Räumen als nicht. Noch mehr Rollstühle. Oh Gott, jetzt geht's nach oben. Das ist das Dümmste, was man machen kann, in einem mehrstöckigen Haus, dass wenn man auf der Flucht oder auf der Suche nach irgendetwas ist, nach oben zu gehen. Wo man da einfach nur weg will. Okay. Das schreit nach Quicktime-Event. Ich bin auf alles gefasst. Okay. Ich bin enttäuscht. Der hat sich sehr gemütlich gemacht. Das hat sich doch gelohnt, glaube ich. Ah, wir könnten jetzt oben rum wahrscheinlich. Oder wir können jetzt unten rum mit dieser Schlüsselkarte. Ich behaupte fast, das wird der bessere Weg sein. Je nachdem, was dieser Hunde... Wie sorgfältig man das macht. Okay, meine Unfähigkeit hat mich gerettet. Okay. Wir haben etwas über diese Köter gelernt. Exit, Exit ist doch gut. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. So, was ist hier Schlimmes drin? Irgendwas, was mir die Hand kaputt macht. Okay, wir wissen immerhin schon mal, wen wir da vor uns haben, mehr oder weniger. Ich traue diesen Orten nicht, wo so
Zeugs hängt. Jetzt sagt bloß, da geht's nicht weiter. Oh, Leute. Gehen wir durch die Tür, die angeleuchtet wird. Weil, wie jeder weiß, Licht ist eine wichtige. Ah. So, was haben wir denn hier? Na, Jacke, das ist doch schon mal. Komm schon, da kannst du dich nicht durchdrücken. Nice! Good. Mr. Intelligent. Muss man mal so sagen. Vielleicht kann ich das Schloss aufballern. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Nice. Das sind so Rätsel, die mir gefallen. Denn die sind übersichtlich. Ist hier irgendwie was? Scheinbar nicht. Okay, gehen wir weiter. Leute. Boah, ist das ausladend. Aber so richtig zum Erkunden lädt es halt nicht ein, weil man weiß, dass es doch sehr linear ist. Ist das ein Bär? Oh, da liegt was. Wundermänner. Mann. So. Da will ich doch hin. Die schlendern da ja ganz schön rum. Treppenpause. Okay. Das mit der Bewegungssteuerung zum Ziel ist natürlich deutlich schwieriger. Wenn man da nicht drauf eingestellt ist, vor allem. Da reagiere ich mit dem Stick halt doch deutlich schneller. Klick. Oh. 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 Die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Die Axt kennen wir.
von unserer. Was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht. Da! Was? Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen. Ich hab gerade mal meinen Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Emily, schaffst du schon. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Ah. Ja, ich mach doch. Mann. Das ist mich gerade alles verwüstet. Oh Gott, verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie ihr. Wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ja, überlegen vielleicht erstmal, ne? Alles ist total demoliert. Aber da wusste einer genau, was er tut. Notruf. Jemand hat hier. Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Was haben wir hier? Wirklich freundlich. Ach, so gut. Die. Nein, natürlich. Stirb. Oh, was haben wir da am Boden liegen? Irgendwas? Ich komme da nicht hin. Hä? Okay, das war komisch. Ich kann ihn zuckeln lassen. Keine Seilbahn. Dass da aber auch niemand ist. Ich meine, die sind da hochgekommen, da war niemand. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt es dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Hier. Da bin ich voll bei dir. Und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, guter Plan. Gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt, ist gut. Sie ist so wahnsinnig unsympathisch. Trying to do. Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Auf jeden Fall. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich.
Von der eigenen Dummheit wird schwierig. Okay, vorsichtig. Ich würde mich halt nicht nach vorne lehnen. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Guck gleich runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Ich glaube, das war nicht alles. Aber ich mag das Pacing. Wir haben so ein bisschen ruhigere Sequenzen mit Action-Sequenzen. Also das lohnt sich, mehrere Figuren zu haben. Okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Vielleicht stecke ich mir die Axt nicht ins Bein. Ist das dein Ernst? Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Da hat sie ausnahmsweise mal recht. Wir müssen das Unvorhersehbarste, das man nur machen kann, machen. Ich beeile mich mal ein bisschen. Jetzt kommen wir hier heute nicht mehr zur Rande. Irgendwas. Ich muss nur sagen, es fehlt mir noch so ein bisschen. Klar, gesplattert wurde jetzt, aber dieses gruselige Verfolgungsjagd-mäßige, ich weiß halt nicht, wie viele Kapitel wir hier haben. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Aus dem Prolog nämlich. Ja, wehe. Danger. Cliff. Jetzt kaputt. Scheiße! Shit! What the fuck? Angriff. Wenn wir die Möglichkeit haben, Angriff. Ich meine, what the fuck? Nice. Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Auf jeden Fall. Okay. Es wird leider mit dem Hintergrund zu wenig gemacht. Ein Uhr eins. Na dann mal los. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Ich mag die deutsche Synchro von ihr. Chris? Die ist bis jetzt noch so am besten. Josh? Okay, das Handtuch hält von alleine. Chris? Mike? Emily?
Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Okay. Nicer Shit. Ich meine, ich habe keine andere Wahl, wie okay, den scheiß Luftballons zu finden. Wollt, mal, ihr habt gewonnen. Na? Ich meine, wir werden jetzt flüchten müssen, so oder so. Wo seid ihr bloß? Wow, das ist schräg. Diese Musik. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo Samantha. Suchst du nach Hilfe? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott! Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 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 nein! 7. Bitte! Nein! Sam! Sam! Nein! Wir laufen natürlich weg. Ja, da habe ich gesagt, Obacht, das wird irgendwann wichtig. Hatte ich recht, ne? Supergeil. Verstecken. Ich weiß, was jetzt kommt. Sam, versteckst du dich? Sam, warum das unvermeidbare Geschehen? Das Unvermeidbare, Mr. Anderson. Schade. Laute Schreie. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Oh, sie haben umgestellt. Sehr schön. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie an die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Es ist nicht so, wie er möchte, dass ich spiele. Kann das sein? Leute! 40 Minuten sind um. Ein Kapitel ist wieder geschafft. Und mit diesem wirklich interessanten Ende, wie ich finde, auch wenn das mit Sam, da hätte ich wohl bleiben sollen. Wäre wohl besser gewesen. Aber wahrscheinlich hätte er uns so oder so irgendwann erwischt.
Das ist wahrscheinlich unvermeidbar, wie er schon sagte. Aber mit dem Tipp war das jetzt gerade witzig. Und mit diesem Cliffhanger möchte ich mich auch erstmal verabschieden. Und hoffentlich seid ihr wieder dabei. Abonniert fleißig, falls ihr das noch nicht schon getan habt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Ich verabschiede mich und sage bis auf dann. Das war's von Until Dawn. Erstmal.